JunkFoodTaster.com, Folge 2284. Und es gibt von Dani Sahne das Nussduett Schokohaselnuss. Genau, das ist auch neu am Start. Okay. Vertrauen Sie Dani Sahne? Qualität aus Tradition. Okay, Textfalschung, sorry Leute. So, Dani Sahne ist 7,8% Fett und 16 Zucker. Und ansonsten nicht mehr so viel. Genau, und hier die Zutaten zum Beispiel. Gelatine oder Milchsäureester. Genau, erstmal öffnen. Ja, das sind diesen aneinander gewachsen so. Das aufreißen. Reißt ihr auch manchmal Sachen auf? Deckel lecken, obligatorisch irgendwie. Ja. Sogar die Sahne schmeckt schon nach Haselnuss. Genau, Opening fehl, egal. Und jetzt zu Demonstrationszwecken schaufle ich das euch auf den Teller. Genau. Und jetzt esse ich das. Sieht doch lecker aus, oder? Wer würde das jetzt nicht gern essen? Ich frage mich, was das hier für ein schwarzer Punkt ist. Seht ihr den? Das irrt mich jetzt. Sowas irritiert mich. Keine Ahnung. Was würde ich sagen? Was ist das? Stück Haselnuss? Hm. Ja, jetzt sind so kleine Haselnussstückchen drin. Ja. Die kleinen Haselnussstückchen nerven ein bisschen, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich nur so für ein Image so. Aber es ist ein typischer Win so, ne? Total lecker halt, ne? Genau. Wer hat's gegessen? Finde ich ja auch gut. Es gab noch so ein anderes Duett, das Karamell-Duett, das habe ich schon. Gibt einfach Dani in das Suchfeld ein auf meinem Kanal oder auf meiner Homepage. Dann findet ihr das. Ansonsten war es das jetzt mit der Folge. Ich mache noch eine englische Zusammenfassung. So, this is yet another milk product. And it's like from Danone. Yeah, it's a very big corporation, but it's a Dani Sahne. I think it's a German only label. I'm not quite sure, but I think so. And it's a Nuss duet, so it's a duet between hazelnut and chocolate. And you have small little hazelnut pieces inside. I think this is kind of annoying because normally, I think nobody chews a milk product. You just like swallow it, doesn't you? And then you want to chew the little hazelnut pieces. It's kind of a distraction, but it's a super delicious creation. It's not really a yogurt anymore. It's categorized in my homepage as yogurt and co. Creamy, smooth, intense chocolate, nice hazelnut, very good. Alright, so let me know if you ever had a Dani product in your life. Then yeah, write a comment and stuff. Otherwise, that was a review. Many thanks for watching.